Ja, als Seelsorgerin haben wir einfach einmal auch Zeit für die Menschen da zu sein. Wir können ihnen zuhören, wir tun sie aufsuchen, vor oder nach einer Operation. Und ja, können auch ihre Sorgen und Nöte aufnehmen. Und Sorgen hat eigentlich jede Seele, jeder Mensch hat Sorgen. Und meistens gibt es ja einen Grund, warum man da ist für die Operation und ein einschneidendes Erlebnis im Leben oder eine lange Leidensgeschichte. Und so kommen wir oft auch ins Gespräch. Das ist sehr unterschiedlich. Und wenn wir so reinkommen, manchmal ist so ein bisschen ein Stutzen, man kommt jetzt die Seelsorge zu mir. Aber so im zweiten, dritten Satz, wenn man so ein bisschen auf Menschen eingehen kann, dann kommen doch so die ein oder anderen Fragen auch führen, wie Sportler sind, die einen Unfall hatten, die sehr beschäftigt, wie geht es mit mir weiter, bin ich wieder leistungsfähig. Manchmal sind es Familien mit Kindern, wo das ganze Familienleben sich ja, um den Unfall oder um die Krankheit von dem Kind dreht. Wie kann man da für sie da sein und Verständnis haben, mit ihnen einen Weg gehen. Ja, ich besuche oder wir besuchen Patienten und Patientinnen. Wir gehen von Tür zu Tür und bieten Gespräche an. Es gibt auch einmalige Gespräche und auch mehrmalige Gespräche. Und es gibt auch solche Gelegenheiten, wo die Patienten und Patientinnen zurückkommen nach der Operation zur Kontrolle und sie suchen uns auf und fragen nach einem Gespräch. Ja, mit dem Tod nicht, mit dem Leben schon. Also die Patienten und Patientinnen, die in die Schultersklinik kommen, nehmen nicht nur ihre körperliche und leibliche Schmerzen, sondern auch ihre Lebensgeschichte mit. Und im Leben gibt es auch fröhliche und auch traurige Momente. Und ja, ich freue mich mit den Fröhlichen und weine mit den Weinenden und tröste sie mit einem Gespräch. Und nach der Operation wird oft nicht nur der Körper, sondern auch werden die Seele und der Geist auf die Probe gestellt. Und ich meine, zu einer ganzheitlichen Genesung und Heilung gehört auch die seelische Unterstützung. Und ja, eben, darum geht es in der Seelsorge. Die Seelsorge ist in diesem Sinn Sorge für die Seele.